Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Hexit. Diesmal hat sich allerdings ein klein wenig was geändert. Wir sind nämlich in zwei Gruppen jetzt unterwegs und das bedeutet, dass wir jetzt aktuell gerade nur noch zu dritt sind, weil zwei auch nicht teilnehmen. Na, Alex? Ja. Und was soll das? So, es regnet, das ist wunderbar und ich bin heute gar nicht in Aufnahmelaune, das ist voll scheiße. Ich auch nicht, aber egal. Man muss es halt machen. Morgen kann ich was ist jetzt passiert? Oh, hat es jetzt aufgehört zu regnen? Aha, da hat einer gecheatet. Ilja hat gecheatet. So, wir wollten uns diesmal um die Mobfalle kümmern und einige andere Sachen. Da muss ich kurz noch mal was nachgucken. Und zwar im Menü. Wo ist hier da? Wo soll die eigentlich hin? Das müssen wir uns auch noch überlegen. Okay, das ist natürlich toll, dass ich mir das Rezept von der Capsule Station jetzt nicht anzeigen lassen kann. Da wird auch viel zu erklären sein, wenn ich mir das nicht ansehen kann. So, ja. Creeper? Das war wunderbar. Bei mir war der Creeper irgendwie da unten im Loch schon durchgefallen durch das Glas. Aber okay, das heißt? Ja. Oh, ich stelle gerade fest. Das heißt, es bleibt jetzt hier so. Wir laufen weg und wir warten. Ja, ne? Da ist jetzt ein Loch, ne? Ich stelle fest, dass meine Musik gerade gar nicht läuft. Das finde ich voll toll. Ich hab... Kannst du die auch wieder später machen? Ja, das kann ich machen, aber... Ja, du weißt schon. Es ist aufwendiger und ich... Ich bin total irritiert im Moment. Ich kann nichts dafür. Ja, man kann jetzt hier rauslaufen, mal hier runterspringen und sind tot. Wenn man etwas zu schnell aus dem Haus rausläuft. Ich wollte mir gerade eine Axt machen. Was mache ich? Ich mache mir eine Spitzhacke. Gucken erstmal auf den Meteor. Auf jeden Fall erstmal alle. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist es? Au. Oh. Das war's. Das war's. Das war nur Bumm. Aber wie gesagt, ich wollte mir gerade eine Axt machen und mach mir eine Spitzhacke. Toll. Ich habe schon drei oder vier Stück dabei. Ich finde hier gerade. Ich habe Eisen gefunden. Wow. So, und ich mache mir eben einen Hexical Diamond. So, zack, zack. Auch sehr schön. Und jetzt, sollte ich mich nicht um Enchanter kümmern, das hätte ich mal gesagt. Enchanter? Ja. Ja, weiß nicht. Ja, das ist jetzt ein Enchanter. Egal. Ach, da ist er wieder. Was baust du hier? Ich? Ich zieh gerade nur hier diese Mittelkonstruktion raus. So, also das ganze Teil, was hier in der Mitte ist. Dass hier nur noch die Wand ist. Hier hast du irgendwo einen Quarkfehler. Dann helfe ich dir mal mit einer. So zu machen, dass die Kisten nur außen rum stehen. Dann kannst du nämlich hier in die Mitte die. Soll denn hier das? Ja, klar, alles weg in der Mitte. Das? Okay. Ich hoffe, ich habe so viel in deinem Tab. Ist hier. Nicht so viel. Nö, man kann auch nicht mal mit einer Axt schneller ab. Das ist eine ziemlich lange Bier. Ja, ich weiß auch nicht, meine Axt braucht auch irgendwie 10 Tage für einen. Ja, wegen dem Plugin. Oder was auch immer, wegen dem Mod von was auch. Was für ein Mod? Der Bäume in Bühne fällt. Ach ja, stimmt. Ich glaube, man kann sogar besser. Ich guck gerade eben mit den. Guten Abend. Hallo. Nein. Fantastisch. Das ist toll. Der Repeater war aus. Oh.
Das heißt, du warst wahrscheinlich dann ganz am Ende vom WLAN oder so, ne? Genau. Und im Zimmer nebenan ist ein Repeater und meine Mama hat sich daran gestört, dass der geblinkt hat. Hat jemand gedacht, okay, dann machen wir jetzt mal auf den Knopf, dann blinkt das nicht mehr. Ach ja, das ist... Dadurch war allerdings der Repeater aus. Schön. Kann den ausschalten? Ja. Ich habe den mal nicht ausschalten. Ich habe keinen. Ich sitze 5 Meter von meinem Router entfernt, das finde ich gut. Ja. Aber gut, mein PC hat eh ein Kabel, das ist mir sehr wichtig. Ja. Ich hatte früher auch ein LAN-Kabel bei meinem Vater. Aber dann sind alle mal drüber gestolpert und haben es ohne mir Bescheid zu tun rausgenommen. Ich habe mich mal gewundert, warum ich kein Internet mehr habe. Meins hat einen großen Vorteil. Es liegt in der Wand. Das ist auch gut. Ja, ich habe mein Wohnzimmer vor einigen Jahren renoviert und da habe ich überall LAN-Kabel reingezogen. In jeder Zimmerecke ist eine Dose. Auch so Vorteile. So, und ich gucke hier seit einer Minute auf den Optionen-Bildschirm und weiß nicht, was ich hier will. Ah, doch, jetzt. Einfach mal, um zu sagen, wie daneben ich gerade bin. Ja, wir nehmen schon seit ungefähr 7 Minuten auf. Ah, alles klar. Hallo Aufnahme. Hallo Welt. Ich habe wieder Internet. Feiert mich, errichtet mir eine Statue. Ah. Okay, das hier ist dann die Statue. Woher habe ich gerade Schaden genommen? Hier in dem Lager steht jetzt die Statue. Was denn? Ah, die Büsche sind giftig, okay. Alex, nur wenn du ins Lager geschissen hast, heißt das nicht, dass da eine Statue steht. Stehen hier einfach 2 Erdblöcke und das ist eine Statue. Oh. So. Wo ist die Statue? Oh, ja, eine Statue. Ich bin ein Erdpenis. Die Ähnlichkeit. So. Das heißt, du brauchst jetzt Schokobos, ne? Ja, das wäre gut. Entweder ich gehe mir welche suchen, oder ich gehe mir Die Chance ist gerade gut, weil es ist Tag. Ja, Alex? Ich habe mal eine Frage. Hast du ein Piercing in der Lippe? Nein. Okay. Du klingst so ähnlich wie ein paar Leute, die ich kenne, die Lippenpiercings haben. Und deswegen wollte ich mich erkundigen, ob dieses latente Lispeln ganz leicht vom Lippenpiercing kommt oder ob das halt ein normaler Sprachfehler ist, den die Leute dann zufällig zusammen haben. Dann ist das, keine Ahnung, ist wahrscheinlich wohl... Das ist wahrscheinlich... Hey, was machst du da? Entschuldigung. Lässt du das mal sein, da oben? Was, ich? Das Dach soll nicht raus. Doch, natürlich soll das raus. Ja, oh, jetzt komme ich da nicht mehr dran. Ich kann noch mehr abbauen. So. Also ich denke mal, die Anzahl der Kisten wird immer noch sehr ausreichen. Ja, aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Luft, das finde ich nämlich schöner. Ich habe hier übrigens Himbeeren. Will irgendjemand Himbeeren? Wo tue ich meine Himbeeren hin? Nur das Dach müsste man halt nochmal machen, da war einer zu voreilig. Himbeeren? Himbeeren. Was ist denn mit Himbeeren? Was ist damit? Ich habe welche, ich habe sie noch nicht probiert, ich nicht wusste, wohin damit. Weil ich kriege momentan nichts mit. Okay. Danke. So, ich mache jetzt mal Schoko-Dings. Genau. Wo mache ich das denn? Irgendwo, wo Platz ist. Ich würde mal sagen, vielleicht... Ich mach's mal direkt, ich hab das jetzt mal zu meinem Zuhause erklärt, Kacke. Dieses Loch da. Und ich mach das mal direkt vor mein Zuhause. Dann kann man machen. Ja. Dann mach ich mal die Fläche frei. Au. Wer stirbt da gerade? Woran? Ich stehe auf den Büschen drauf. Ja, wenn es Spaß macht. Das haben wir dann. Oh. Ganz schlimm heute. Ja.
Ah, das Holz in der Kiste. Ja. Wie habe ich das geschafft? Hast du gemacht? Und wir sind da drüber keine zwei Blöcke und ich habe aber da oben angesetzt. Bei mir auch nicht. Vielleicht weiß der Server nicht, dass da keine Blöcke sind. Das hab ich alles schon mal gesehen. Das kommt gern vor. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt mal anfangen. Na, ja, wir sollten uns erstmal um das Lager kümmern. Lass uns alle gemeinsam erstmal das Lager so weit machen, dass es bezugsfertig ist. Ich dachte, ich fange schon an. Ja, du kannst die Schokobos machen, genau. Okay. Ich meine, wir drei jetzt hier, Nils, Alex, ich, dass wir schon mal uns jetzt auf das Lager konzentrieren, eben, dass wir alle Sachen reinkriegen und. Ja, ich glaube, Platz ist genau. Hier genug, oder? Vielleicht. Warum ist hier eigentlich die Kiste? Meinst du die in der Mitte? Sind nur die Kisten mit den Sachen, die ich von draußen eingesammelt habe. Müssen wir die jetzt hier in den Eingang? Genau, eben, ja, das ist das. Oh, das kann ich auch machen. Das war im Grunde meine Aufgabe in Hardcore, die ganze Zeit nur Sachen einzusortieren, die irgendjemand in die. In der letzten Aufnahme haben wir sogar extra für dich irgendwie 5 oder 6 random Kisten aufgestellt, bloß dann war es ja die letzte Aufnahme. Ja, ich weiß. Ich hatte das dann gesehen und war ein bisschen. Mein Herz war erwärmt. Das war echt süß. Das an Flächen. Ja. Also, so viel Fläche brauchen die jetzt nicht. Ich will aber so viel Fläche, damit ich sie auseinander. Ich meine, es sind ja auch Vögel, ne? Die werden in kleinen Käfigen gehalten. Macht man ja so. Ja, aber meine Vögel sollen es gut haben. Deswegen, ich halte bei Minecraft grundsätzlich immer 10.000 Hühner auf einem Quadratmeter. Ich bin da ein Öko. Hatte ich das eigentlich erwähnt? Ich bin irgendwie voll der Hippie manchmal. Ich kann ein richtiger Hippie sein. Das ist ziemlich widerlich, ja. Nils, du weißt, wovon ich spreche. Ja. Ja, ich kann so ein schlimmer Hippie sein. Toll, die haben mein Fleisch geklaut. Die Hippies? Nein, hier die anderen da. Hm. Ich hab mein Fleisch auch mit in die Kiste getan und jetzt ist es nicht mehr drin. Find ich toll. Hm. Ja, das ist faire Arbeitsteilung. Jetzt weißt du, wie sich die Frauen in der Steinzeit gefühlt haben. Ich nehme jetzt ganz schnell meinen Hexagonal Diamond wieder raus, sonst ist der auch gleich weg. Genau. Haben die Frauen das dann auch gemacht? Hier ist übrigens, ich habe hier gerade so Stufen gefunden. Gehören die irgendjemandem? Stufen? Ja, Stufen. Ich habe Stufen auf dem Boden gefunden. Also nicht verbaute, sondern die lagen da einfach so. Moment, hier so da. Nein. Oh. Okay, jetzt sind sie weg. Ja. Du weißt, was passiert ist, oder? Nein. Ich habe rechts neben mein Inventar gedützt und dann war es auch immer weg. Weil ich von irgendwann ausprobieren noch im Cheat-Modus war und ich wollte sie jetzt nicht zurückholen. Okay. Toll. Das war dann Entschuldigung. Ah, es ist gut, es ist ja nichts Wertvolles, ne? Treppen. Ja. Hat irgendwer noch Kartoffeln? Könnte man noch. Stimmt, du könntest das. Lass uns das tun. Lass uns Kartoffeln einpflanzen. Hab ich schon. Oh. Aber dann hast du bestimmt was vergessen. Was denn? Okay, das müssen wir anders machen. Ich habe keine Schaufel. Toll. Wieder zurück. Wofür brauchst du eine Schaufel? Zeig ich dir. Weil wenn mich nicht alles täuscht, und das ist im Moment ja nicht so sicher, ob mich nicht doch alles täuscht. Weil ich bin mir momentan sehr unsicher, ich kriege momentan nichts auf die Kette und. So. Mach aber bestenfalls eine Diaschaufel, ne? Zaun geschenkt. Also Diaschaufel ist hier in Hexe kein Problem, hier gibt's so viele Dias, ne? Sogar ich habe schon welche gefunden. Ja. So. Was?
So, dann. Jetzt müsste man hier Licht hinmachen. Ne? Licht, ja, könnte nicht schaden. Ja. Ist nicht wirklich nötig, aber schadet auch nichts. Und ich habe kaum noch Rüstung. Natürlich schadet das. Das ist schlimm. Hauptsache widersprechen, ne? Ja. Genau wie gestern beim Servernamen. Ist das eigentlich jetzt auch der Name von Hexit? Nein, nein. Achso. Das Gespräch über den Namen des Hexit-Projekts haben wir vergessen. Oh. Na, das wird ja nicht besser. Ich bin ja für Octit. 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 Tit? Octit. Octit. Wie? Achso. Victor? Hört dich nicht. So, Alex, kannst du hier mal Wasser reinmachen? Nein. Okay. Dann sag doch gleich, du willst nicht. Ich hab noch nicht mal Wasser. Ich hab noch nicht können, könntest du schon. Du könntest dir Eisen holen, den Eimer machen und Wasser holen. Ja, das könnte. Aber du willst nicht. Nein, ich lege wieder. Nee. Nein, ich lege nicht. Dann leckt der Server. Das kann gut sein, weil die sind ja jetzt wahrscheinlich unterwegs und... auf die anderen schieben. Ja. Das liegt ja auch daran. Die sind jetzt irgendwo unterwegs und entdecken wahrscheinlich neues Land und, ne? Mhm. Hatte 3 Äpfel auf einmal gegessen. Ja. Ja, es leckt. Oder Yokai kann fliegen. Es leckt so sehr, dass ich nicht meine Kiste aufmachen kann. Ich kann immerhin Türen öffnen. Okay, dann hast du Glück. Du leckst genauso wie der Server und das ist dann wieder so Gleichstand. Ja. Kann ich auch nicht öffnen. Und ich hocke hier gerade in so einem Zaun, das heißt, es kommen auch keine Monster an mich raus. Also das heißt, diese Folge ist hier vorbei, ne? Ja, okay. Also dann. Na, immerhin, ich hab's noch reingeschafft. Wie lange bis zum nächsten Mal. Schon. Ja, dann. Ja. Also, wie lange ist die Folge eigentlich?